Ja, hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal des Wiener Prinzforschungsinstituts. Mein Name ist Josef Müllbauer und heute darf ich euch einen ganz besonderen Gast vorstellen, nämlich Ute Gerhardt. Ute Gerhardt ist Soziologin, Juristin und Professorin Emerita der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Sie publizierte zu historischen und aktuellen Themen der Frauenbewegung und feministischen Theorien, zählt zu den Mitbegründerinnen der Fachzeitschrift Feministische Studien, deren Beirat sie auch angehört. Von 1995 bis 2012 war sie Mitherausgeberin der Zeitschrift Leon, Europäische Zeitschrift für feministische Geschichtswissenschaft. Unter ihren Auszeichnungen zählen die 1996 erhaltenen Ehrenplakette der Stadt Frankfurt am Main, den 1997 erhaltenen Hessischen Kulturpreis für Wissenschaftsvermittlung und 2001 erhielt sie das Bundesverdienstkreuz am Bande und 2002 den Christa-Hoffmann-Riem-Preis. Frau Ute Gerhardt, ich danke Ihnen vielmals für die Zeit und dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses Gespräch und ich freue mich schon auf Ihre Antworten. Genau. Danke, ja, ich bin auch interessiert, weil ich ja jetzt als Emerita gar nicht mehr so viel Diskussionen führe, sondern sie nur sozusagen in der Literatur verfolgen kann. Genau. Beginnen wir mal mit einem biografischen Abriss. Mich würde interessieren, wie Sie zu Ihrem Forschungsgegenstand gekommen sind. Und vielleicht gehen wir noch einen Schritt weiter zurück. Was hat Sie prinzipiell bewegt zu studieren? Und hatten Sie akademische Vorbilder? Ja, ich habe begonnen in meinem Studium mit Jura. Zwar, weil ich politisch interessiert war und schon als Schülerin in den 50er Jahren als Schulsprecherin zum Beispiel gegen den Aufstand, den Einmarsch in die Tschechoslowakei, damals wie eine Schülerprotestversammlung organisiert haben. Also ich war irgendwie politisch interessiert und da dachte ich, Jura ist eigentlich das Studium, um da fit zu werden und mitdiskutieren zu können. Es war selbstverständlich, dass ich studierte, obwohl meine Mutter, also weil ich als Flüchtlingskind mit drei älteren Brüdern und einer alleinerziehenden Mutter eigentlich gar nicht so die selbstverständlichen Bedingungen hatte, aber es war in unserer Familie klar, dass auch die Frauen studieren. Da wurde gar nicht drüber diskutiert. So, und das Jurastudium, das ich in Köln begann, war für mich eine herbe Enttäuschung, weil ich eigentlich gar nicht das lernte, was ich erwartet hatte und auch entsetzt war über diesen Rechtspositivismus, der da nur darin bestand, zu üben, wie man die Begriffe und die Dogmen der juristischen Lehre anwendet und eigentlich nichts erfuhr darüber, wie Recht zustande kommt, warum es zustande kommt und wer es macht. Also die ganzen sozialen und historischen Bedingungen des Rechts, die mich eigentlich interessierten, die kamen in diesem Studium nicht vor. Deshalb bin ich sehr schnell auch noch zu Soziologie übergewechselt. Also ich habe das erst nebenbei gemacht in interessanten Vorlesungen und Seminaren bei René König, der sozusagen einen weiten Blick auf die Geschichte der Normen und des Rechts hatte und habe auch Geschichte schon also die Voraussetzungen für Geschichte erfüllt, um dann an den Seminaren teilzunehmen. So, dann habe ich eben mein erstes Jura-Examen gemacht, aber war mir auch schon bei dem Examen klar, dass ich das nicht weitermachen will. Es war damals ja auch noch so, dass sehr wenige Frauen unter den Juristen waren und man sozusagen als Ausnahmeblüte betrachtet wurde, nicht ernst genommen wurde. Auch warum studieren Sie denn Jura? Also das war völlig abwegig. Und das genau hat mich so gereizt, dass ich also sagte, nein, in diesem Zusammenhang halte ich das nicht weiter aus, ich muss das mal erforschen, wie das zustande kommt. Und so habe ich freischaffend erstmal als Journalistin eine Doktorarbeit bei René König begonnen, interessanterweise zum gesunden Volksempfinden. Es war damals gerade die Debatte um das Sexualstrafrecht und die Aufhebung des § 175, der bei uns die Strafbarkeit der Homosexualität bezeichnet. Ja, und mit dieser Forschungsfrage bin ich in die Rechtsgeschichte eingestiegen. Und das ist eigentlich der Anfang aller meiner Studien gewesen. Sehr spannend. Und zu den akademischen Vorbildern, also hatten Sie da spezifische so Ikonen quasi, denen Sie folgen wollten? Oder welche Denkschulen zum Beispiel haben Sie inspiriert? Oder haben Sie einfach sich genau so treiben lassen und genau? Ja, es interessierten mich bestimmte Fragen. Es war klar, dass ich als
Also ich war durch meine Mutter emanzipatorisch erzogen. Sie kam aus den 20er Jahren des Berlins und war also sozusagen eine aufgeweckte Frau. Und ich war so von vornherein eigentlich als Frauenrechtlerin verschrien. Schon in meiner Schulklasse muss ich irgendwie in der Hinsicht mich geäußert haben. Denn so steht es in meinem Abitursnachrichten drin. Aber gut, diese Fragen nach Gerechtigkeit haben mich sehr interessiert, da wir so eine sozial eine sozial deklassierte Familie waren, aus dem Bürgertum kommt, aber nun sozusagen in Flüchtlingszusammenhängen und unter Wohlfahrtsbedingungen leben. Das war nicht so ganz einfach. Und darum hat mich also Gerechtigkeit von vornherein angetrieben. Und meine Vorbilder habe ich damals keine expliziten gehabt. Ich habe mich immer für Frauen schon interessiert. Meine wichtigste akademische Lehrer in der Zeit war René König, der ja ganz anders als in der Frankfurter Schule tradiert, doch sehr weltoffen war und insbesondere auch immer in seinen Vorlesungen, die ich gehört habe zu den großen Themen Sozialismus, Liberalismus und so weiter, hat er immer auch Frauen erwähnt. Und die Frauen der Soziologie kamen bei ihm zur Sprache, die das getrieben hatten. Und er hat auch, wie man ja nachher sehen konnte, sehr vielen Frauen den Weg geebnet zum Doktorat oder auch zur Professur. Insofern war ich dort beeinflusst und auch gestützt in dieser Suche nach Vorbildern, die erst noch zu schaffen wären. Ja, ich Ja. habe dann aber die typische Biografie einer Zwischenfrau geführt, die mich durch meine Heirat und drei Kinder, die ziemlich schnell geboren wurden, aus allem herausgerufen, gerissen wurde, auch aus meiner universitären Umgebung und in eine fremde Stadt verschlagen, nämlich nach Bremen, plötzlich da saß und keinerlei akademischen Möglichkeiten hatte, auch einfach als Mutter voll beschäftigt war. Dann habe ich auch meinen Journalismus, den ich nebenbei immer gemacht hatte, aufgegeben und war eben Mutter und Hausfrau. Das ist in meiner Generation, der gerade vor 40, 1940 geboren, eigentlich so der übliche Weg. Es war noch nicht selbstverständlich, dass man das gleichzeitig was machen könnte. Und dann wurde Gott sei Dank die Universität Bremen eröffnet, in der ich dann, nachdem meine Kinder so im Kindergartenalter waren, wenigstens für einige Stunden entfloh, um an den politischen und wissenschaftlichen Debatten teilzunehmen. Das war auch gleichzeitig die Zeit der neuen Frauenbewegung. Ja, und da traf man sich dann eben und konnte mit anderen über ähnliche Dinge reden. Und ich habe auch sehr schnell, dann weil ich ja schon Examen hatte, auch Lehrveranstaltungen gehalten und war dann sozusagen als Graduierte dort eingebunden. Das hat mich sehr ermutigt. Und da haben wir auch die Frauenbewegung gelebt in allen Formen, der Gegenseminare, der alternativen Veranstaltungen, die wir durchführten. Und ich habe dann außerdem weiter meine Doktorarbeit schreiben wollen, aber das Thema völlig verändert. Ich habe eben durch das Studium der Rechtsgeschichte zum Sexualstrafrecht bin ich in die Quellen des 19. Jahrhunderts geraten, die quasi sozialgeschichtlich waren und die auch die Rechtsdebatten dokumentierten. Und da bin ich ganz, ohne dass ich es besonders wollte, auf die Frauenrechtsfrage gestoßen und habe eben durch diese Verhandlungen des Preußischen Landtags oder andere Kommentarliteratur gemerkt, dass da irgendetwas nicht stimmt mit der Position der Frauen und ihren Rechten. Und dann war eben das Thema meiner Dissertation, die dann nachher sehr schnell erschienen ist, als Verhältnisse und Verhinderungen, also Frauenrechte, Familie und Arbeit der Frauen. Also ich habe mich dann in diese sozialgeschichtliche, rechtliche Situation hineingearbeitet. Und das war auch das erhellende Thema für alle Fragen in der Geschlechterforschung, die ich nachher verfolgt habe. Sehr, sehr spannend, ja. Was mich sehr interessiert, ist diese Ambivalenz des Rechts und es hängt ja auch viel von der Denkschule ab, wie man Recht betrachtet. Marxistinnen, also orthodoxe Marxistinnen sehen das ja mit dem Basisüberbau und so weiter, mit diesem Problem, Recht als Herrschaftsinstrument, eher simplifizierend gesagt.
Genau, dann gibt es poststrukturalistische Betrachtungsweisen, Judith Butler, Jacques Derrida, Michel Foucault, die sehen das ein bisschen differenzierter, aber sind dem auch negativ gegenüber. Dann gibt es liberale Feministinnen und so weiter. Also dieses Spektrum, wie man Recht betrachtet, ist von Denkschule zu Denkschule verschieden. Und das, finde ich, ist genau diese Spannung, dieses Spannungsverhältnis, weil Recht einerseits kann als beschützendes Instrument, als Anker für progressive Entwicklungen angesehen werden, dass sich Frauen erkämpft haben, historisch. Auf der anderen Seite ist es aber auch ein Mittel zur Unterdrückung. Also genau dieses breite Feld macht es auch so interessant zu beforschen, finde ich. Ja, das ist richtig. Und ich bin eben schon von Anfang an an Recht interessiert, an den Frauenrechten interessiert waren, aber ich war nicht einverstanden mit einer Gleichberechtigungspolitik, wie sie eben nach 1945 war, mit einigen kleinen Fortschritten in der Gesetzeslage, aber doch eben als einfach formale juristische Gleichberechtigung behandelt wurde, insbesondere auch von den Frauenverbänden und eben der ganzen Frauen, der Politik, die damals als Frauenpolitik galt. Das war immer ein Recht, das im Grunde an den Verhältnissen nichts änderte, sondern legitimierte, dass Frauen eine bestimmte Rolle haben und dass sie vor allen Dingen in der Familie zu sein hat. Und gegen diese Art von Gleichberechtigung haben wir natürlich in der Frauenbewegung sowieso aufgemuckt. Diese Gleichberechtigung genügte uns überhaupt nicht. Wir sprachen denn von Gleichberechtigung, nicht sondern von Emanzipation. Das heißt, es war eine große Rechtsskepsis, ja eine Rechtsfeindschaft, von Anbeginn auch in der Frauenbewegung akut, obwohl man ja sozusagen eigentlich auch mehr Rechte haben wollte, sei es um die Abtreibungsfrage. Also ich habe mich genau dieser Rechtsskepsis auch angeschlossen und das war dann aber das tragende Moment, dass ich, weil ich Jura studiert hatte, doch darum wusste, wie Recht sich herausbildet als ein sehr mächtiger Diskurs und wie es zustande kommt. Und gerade die historische Befassung mit Recht hat mich dazu geführt, festzustellen, dass Recht ja eben zweierlei ist. Sie sagen ambivalent, wir sagen auch, die Dialektik des Rechts in der marxischen Tradition besteht darin, dass es eben einerseits Zwangsinstrument ist, also Herrschaftsinstrument, auf der anderen Seite auch ein Weg, gerade in der bürgerlichen Gesellschaft, auch einen Weg, der zu mehr Rechten führen kann, der zur Befreiung führen könnte. Und in diesem Spannungsfeld habe ich mich dann auch aufgehalten und das in jeder Hinsicht versucht zu untersuchen. Es ist eben interessant, dass man als Juristin und gerade in der Rechtsgeschichte lernt, dass Recht veränderbar ist. Dass es also nicht eine gegebene Macht ist, gegen die man ewig kämpfen muss, sondern dass man das Recht in Anspruch nehmen muss oder umdeuten oder eine neue Rechtstheorie haben muss, um sozusagen dagegen anzugehen. Und das sind eigentlich dann die ganzen Arbeiten, die ich damals als erstes so gemacht habe, dass ich die Diskrepanz zwischen dem Recht, wie es geschrieben steht oder wie es gefordert wird, und der sozialen Wirklichkeit des Rechts untersucht habe. Das nannte sich damals Rechtssoziologie, ja, heute nennen sie das empirische Rechtsforschung. Also in der Rechtssoziologie habe ich auch ein erstes Projekt dann nach meiner Doktorarbeit machen können. Und das ging darum, herauszubekommen, warum nützen eigentlich die ganzen Gesetze und auch die beschützenden Rechte nichts, zum Beispiel in der Arbeitswelt, oder warum ist das Recht der Familie gegen eine Emanzipation der Frau? Also wie kommt es zustande, dass das Familienrecht ja ein langer Nachzügler ist im Hinblick auf die Liberalisierung der bürgerlichen Gesellschaft? Und diese Frage habe ich dann eben immer wieder verfolgt. Und sie war also interessant, war herauszufinden, dass erstmal auch bei unseren empirischen Untersuchungen zu bestimmten Rechtsfragen herauskommt, dass Frauen, wir haben damals Gruppendiskussionen gemacht, Frauen alle sehr skeptisch sind und das Recht eigentlich nicht in Anspruch nehmen wollen, weil das Recht ist das Ende der Liebe, ist sozusagen ein Rechtsstreit, damit wollen wir gar nichts zu tun haben. Diese Ablehnung des Rechts beruht auf schlechten Erfahrungen, die Frauen mit Recht haben.
Und die andere Seite, wie man um Recht kämpfen kann, das ist ja, wie wir wissen, ein sehr mühsamer Weg. Da muss man also sowohl über das Recht Bescheid wissen, als auch die Unterstützung finden bei denen, die das Recht machen. Und diese vielfältigen Fragen und Unrechtserfahrungen, die dann in Recht übersetzt werden müssen, weil es ja auch eben schon Gedanken zu einem richtigen Recht gibt, das ist der Mobilisierungsprozess, den wir ja auch in der Frauenbewegung in den ersten Frauengruppen sozusagen in Gang gesetzt haben, indem wir über unsere Erfahrungen als Unrechtserfahrung gesprochen haben, um festzustellen, das ist jetzt nicht mein eigenes Schicksal oder mein persönliches Leid nur, sondern das ist ein strukturelles Problem, das ist sozusagen allgemein und da ist etwas nicht in Ordnung in dieser Rechtsordnung, wie sie uns vorgeschrieben wird. Und das eben zu erkennen, dass Recht auch ein Mittel ist, um diese Ordnung zu verändern. Das ist ein ganz wichtiger Prozess, den wir dann Rechtsbewusstsein nennen oder wie auch immer. Aber zu diesem Rechtsbewusstsein habe ich immer dann versucht, auch aufzuklären. Es ist in der Frauenbewegung nicht leicht gewesen, weil dort tatsächlich vorherrschend war, auch gerade in den 70er, 80er Jahren noch von der linken Seite, dass Frauenrecht also ein Verrechtlichungsprozess ist, das Scheitern des Sozialstaates war deutlich, also mit Recht kommen wir eigentlich nicht weiter. Also immer musste ich eigentlich argumentieren gegen die auch mehr oder weniger damals sehr utopische Möglichkeit, dass Recht doch auch in unserem eigenen Sinne verwendbar ist. Und das hat meine weiteren Forschungen dann immer angeleitet. Ich bin ja dann ich habe also dieses Forschungsprojekt Durchsetzungschancen gleichen Rechts für Frauen bezog sich auf den Arbeitsmarkt, und die besonderen Förderungen, die also das Arbeitsförderungsgesetz zum Beispiel in jener Zeit Frauen versprach. Da galt ja die sogenannte Drei-Phasen-Theorie, dass man also einerseits, die galt als sehr fortschrittlich, weil damit zum ersten Mal im Recht auf Frauen eingegangen wurde, damit sie nach ihrer Familienphase wieder in den Beruf gehen können. Aber das war natürlich alles sehr scheinheilig, denn nach einer Familienpause von 7 bis 10 Jahren war man ja nicht mehr vermittlungsfähig. Vor allen Dingen die Arbeitsämter und alle, die Umgebung war ja gegen die Erwerbstätigkeit von Frauen, weil dann das Leben, das normale Leben gestört wird. Also gegen die Familie Sitten zu arbeiten, gegen das Familienrecht zu arbeiten und gleichzeitig für Erwerbstätigkeit zu streiten, war ja ein ideologischer Kampf, der nicht zuletzt auch zwischen Ost- und Westdeutschland ausgetragen wurde. Nicht? Also es war immer von übel bis in die Ende der 80er Jahre hat unsere Arbeitsmarktforschung immer von einem widerständigen Erwerbsverhalten der Frauen gesprochen, wenn sie die Bemühungen um Erwerbstätigkeit der gegenwärtigen Frauen beurteilen wollen. Also das war irgendwie nicht in Ordnung. Und dieser Zwiespalt, diese beiden Welten, in denen Frauen eben leben, die wir später als weiblichen Lebenszusammenhang bezeichnet haben, mit all seinen Widersprüchen, das war im Grunde die Erklärung für diese ganze Mühsal, warum es mit dem Recht so alleine nicht klappt. Das heißt, man kann eben das Recht nicht kritisieren, ohne die sozialen Bedingungen zu erforschen, ohne die Strukturen der Ungleichheit aufzudecken und ohne auch in den Diskurs um Recht einzudringen. Und da haben wir ja nun in vielen verschiedenen Disziplinen gearbeitet. Darum hänge ich immer ein bisschen zwischen den Disziplinen, weil ich sowohl eben die soziologische Forschung wichtig finde, als auch die Diskurstheorien, die sozusagen entlarven, was eigentlich an Machtverhältnissen darunter steckt. Und so ist also diese Kombination aus Geschichte und Soziologie und Recht eigentlich für mich sozusagen der durchgehende Weg meiner Forschung. Ja, ich finde das sehr, sehr spannend. Und Sie haben ja ein sehr geniales Sammelband 1997 in der CH Beck-Reihe publiziert, Frauen in der Geschichte des Rechts von der frühen Neuzeit bis zur Gegenwart. Genau. Und da machen Sie ja auch so einen historischen Abriss, wie es um Frauen in der Geschichte des Rechts stand. Und da nennen Sie auch viele Gründe von Exklusionen und Machtmechanismen, auch Legitimationsgrundlagen, dass Frauen exkludiert wurden. Genau. Es ist eine sehr erschreckende Geschichte, muss man ehrlich auch sagen. Also ja, genau. Also, und Sie nennen das ja auch in einigen anderen Beiträgen, Schwangerschaftsunterbrechungen,
die Kriminalisierung von solchen Unterbrechungen oder eben Finanzierung von oder Unterfinanzierung von Frauenhäusern. In Österreich sehen wir das mit der konservativ-türkis-grünen beziehungsweise vorher noch türkis-blauen Regierung, wurden zum Beispiel die Forschung von Gender Studies und etc. gekürzt. Also Vergewaltigung in der Ehe als Strafbestand. Also die Liste geht ja weiter. Und das ist ein Wahnsinn eigentlich, was es für Machtmechanismen im Recht selber gab und historisch auch, die uns bis heute noch verfolgen. Also ja. Ja, es war dieses auch wirklich ein Versuch. Diese Rechtsgeschichte ist ja, ich habe ja viele Autoren gewonnen und Autorinnen, die normalerweise einfach nur Jura machten oder auch eben auch aus der Sozialgeschichte, sodass ich diese beiden Richtungen zusammengebracht habe. Und das war eben sehr erhellend und sehr aufklärend. Mit Hilfe der geschichtlichen Fakten und Entwicklungen, die Jurisprudenz zu Wort kommen zu lassen, was hat sie daran eigentlich, wie weit ist sie da einbegriffen? Und es ist ja so, dass eben Recht nicht nur ein Diskurs ist, der ein ideologischer Überbau, sondern immer auch Material, dass das Material ist für die Machtverhältnisse, also ein Eigenleben führt und sich auch verselbstständigt und deshalb Recht eine Macht ist. Und dieses aufzubrechen, dies kann man nur aufbrechen, indem man die Widersprüche zwischen diesem Recht und seiner Wirklichkeit, seiner Umsetzung deutlich macht. Und so haben wir in diesem Buch ja dann die verschiedensten Lebensbereiche von Frauen untersucht, von der Magd bis zur bürgerlichen Hausfrau oder auch Fragen der Gewerbefrauen und auch Fortschritte im Hinblick auf die Gleichberechtigung und ihre Widerstände. Das ist immer das Interessante daran, dass ja die Gleichberechtigung eigentlich könnte sich ja funktionieren, aber woran hapert es eigentlich? Und ich denke mal, ein gesellschaftstheoretischer Ansatz war immer für mich auch der Widerspruch zwischen privatem und öffentlichem Recht, also der Herstellung von Frauenwahlrecht einerseits, wo man angeblich gleiche Staatsbürgerin wurde, auf der anderen Seite ein exkludierendes Familienrecht, ein Familienrecht, das Frauen immer in die Familie band und sozusagen in die Privatsphäre verwies. Das zieht sich durch in der bürgerlichen Gesellschaft. Und erst seit sehr kurzem, und das ist erstaunlich, dass das gar nicht mehr in Erinnerung ist, erst sehr kurzem sind tatsächlich auch die rechtlichen Barrieren beseitigt, die also nicht mehr allein den Vorrang, die Hauptverantwortung der Frau für die Familie darstellen. Also das ist bei uns in Deutschland erst 1977 durch ein Familienrecht geschaffen worden, in dem Hausarbeit nicht mehr Pflicht der Frau ist. Und wenn sie sie nicht tut, ihre Schuld, weshalb also sozusagen daraus richtig eine Strafe kommen kann in der Scheidung. Sodass wir also diesen Widerspruch zwischen dem öffentlichen und dem privaten Recht, das ist ein ganz wichtiger Ansatzpunkt, um herauszubekommen, was im privaten Recht ist es denn genau, was die Frauen hindert, gleichberechtigt zu sein. Und es ist eben trotz formaler Gleichberechtigung materiell immer noch die Frage, dass Frauen in bestimmten Berufen sind, dass also Institutionen auf dem Arbeitsmarkt Praktiken und Interessen dafür sorgen, dass Frauen nicht die gleichen Chancen haben. Und dieses aufzudecken ist eigentlich ein wichtiger Punkt. Wir haben jetzt so Gleichberechtigungserfahrungen, also auch Fortschritte gemacht, aber wir sehen ja, dass es immer wieder neu verhandelt werden muss und es sich immer wieder neue Probleme ergeben. So dass es also nie ein fertiger Zustand ist. Wir werden immer aus diesem, also die Rechte, das sagen wir immer, müssen immer wieder neu erkämpft werden. Und dazu muss man auch bereit sein. Also es ist nicht so einfach, das einfach zu mobilisieren. Und darum bin ich in gewisser Weise eine sehr kritische Beobachterin der Entwicklung auch feministischer Theorie in den letzten 20 Jahren, die sozusagen, wie soll ich sagen, eine andere Autorin, Tove Soiland, hat so einen wunderbaren Begriff geschaffen von den Verhältnissen zu den Kategorien. Also die Verhältnisse, in denen diese Diskriminierung und die Ungleichheit stattfindet, werden kaum noch analysiert, sondern es geht darum, kann man eigentlich als Frau noch Frau sagen, ist die Frau ein Rechtssubjekt oder was heißt Rechtssubjekt? Ist Subjekt nicht sowieso eine männliche Angelegenheit? Darf man das überhaupt denken? Also da haben wir ja auf der anderen Seite in der Philosophie oder der politischen Theorie ja viele feministische
erhellende Studien geschaffen worden, die also erkennbar machen, wie männlich die Wissenschaft ist und wie männlich diese ganzen Theorien über Gesellschaft und Politik sind und inwieweit die Handlungsfähigkeit der Frau dann immer wieder in Frage steht. Und die neueren Entwicklungen der feministischen Theorie sind ja nach wie vor sehr skeptisch, dass man überhaupt etwas Recht mit Recht machen kann. Das, denke ich, ist ein Mangel an Beschäftigung damit, würde ich mal ganz klug sagen. Und auf der anderen Seite ist es richtig, dass wir immer wieder kritisch fragen müssen, inwiefern sind Rechtsfortschritte auf eine bestimmte, nur auf bestimmte Frauen und Voraussetzungen geknüpft. Und also insofern ist es sehr wichtig, die sozialen Unterschiede, die Differenzen auch unter Frauen in den Blick zu nehmen. Und ich wehre mich auch ein bisschen dagegen, dass wir sozusagen bis 1990, bis der Poststrukturalismus den Herrschaft übernahm in der als dominante feministische Theorie, dass bis dahin Frauen vorher den Essentialismus gewöhnt hätten. Also die Unterscheidung zwischen Sex und Gender ist sozusagen ein Import. Wir haben ja gerade, also auch ich bin ausgegangen von der marxistischen Rechtstheorie, in der wir ja gerade den Versuch gemacht haben, marxistische Kritik mit feministischer Kritik zu verbinden, was unerhört schwierig war und irgendwie nicht gelungen ist endgültig, weil diese beiden Strukturzusammenhänge Kapitalismus und Patriarchalismus, nennen wir es nochmal so, also als Herrschaftsform, sehr gar nicht einfach aufeinanderzulegen sind, sondern sich im Grunde irgendwo auch widersprechen. Und diese Debatte ist nicht ganz zu Ende geführt worden. Dann kam schon in der feministischen Theorie die Idee, ja, also diese Ungleichheiten sind eigentlich eine Frage der kulturellen Deutung allein. Und wenn man an dieser Deutung, wenn man diese Deutung ändert, dann würde sich vielleicht etwas ändern. Genau das ist eigentlich nicht passiert, denn wir haben die Ungleichheit sozusagen damit die Ungleichheit nicht mehr zur Sprache gebracht, die sozialen Strukturen nicht mehr zur Sprache gebracht und damit versäumt eigentlich in diese Verbindung herzustellen zwischen dem, was wir denken und tun und denken können und dem, was wir tun, indem wir die Verhältnisse verändern. Also diese Verbindung ist eigentlich unerhört notwendig und das steht noch aus, würde ich sagen. Ja, absolut, da bin ich Ihrer Meinung. Ja. Und allein aus der Tatsache, dass zum Beispiel die Staatsbürgerschaft historisch betrachtet gekoppelt war am Militärdienst zum Beispiel, zeigt ja auch schon, dass Exklusionsmechanismen auch anhand der Kategorie Geschlecht durchaus gekoppelt waren. Und allein diese Korrekturen und natürlich, viele können uns jetzt vorwerfen, ja, aber das war historisch und was redet ihr? Das ist doch jetzt Vergangenheit und von welcher Gleichheit redet ihr? Wir sind doch formal vor dem Gesetz de jure alle gleich. Also dass diese Korrekturen im Nachhinein und diese Fehlleistungen sozusagen des Rechts sind für mich persönlich ein Zeichen, A, dass es sich erstens mal um nur eine formale Gleichstellung handelt und die substanzielle Gleichheit haben wir, also die de facto Gleichheit haben wir noch immer nicht erreicht. Und B, es deutet auch darauf hin, dass diese androzentrische Genese der Rechtswissenschaft auch noch heute uns begleitet. Also ich zitiere gerne ein bisschen so aus der Bibel, weil es ist, um kritisch auch zu bleiben, also wie aus der Rippe des Mannes entstand die Frau. Und genauso ähnlich kann man das im Nachhinein sehen, dass eben die Frau erst im Nachhinein im Recht entstanden ist, als Rechtssubjekt. So eben aus der Rippe des Mannes quasi. Also mit dieser Metapher möchte ich quasi sagen, dass im Recht quasi die Frau erst im Nachhinein erschienen ist. Und ja, das ist faszinierend. Ja, das ist auch sehr kompliziert. Das verfolgt uns eben nach wie vor, weil diese Symbolik, die in dieser Bibelgeschichte, übrigens gibt es ja auch noch eine andere Schöpfungsgeschichte, die Mann und Frau gleichzeitig aus Leben gemacht und dann den Atem eingehaucht bekommen. Dass aber gerade diese Rippengeschichte über Jahrhunderte, Jahrtausende so überliefert wird, ist irgendwie ein Machtinteresse, diese Abhängigkeit zu behalten. Und darum ist es eben auch nicht damit getan, dass wir zum Beispiel gleiche Staatsbürgerinnen wurden durch das Wahlrecht, weil gleichzeitig
das Familienrecht und andere, auch die Arbeitsrechtsverhältnisse, sozusagen gegen diese Gleichheit arbeiteten. Und aus diesen Widersprüchen und dieser, wir haben ja, ich habe immer damit auch argumentiert, ist, im Gleichberechtigungskommentar, dem Hauptkommentar in Deutschland nach 1949, stand immerhin, dass wir Angleichung an die Mannesstellung eine die Gleichberechtigung hieße. Das ist falsch. Genau, eben nicht an die Mannesstellung wollten Frauen angeglichen werden. Es ging nicht um ein Nachmachen, sondern um ein wirklich anderes Recht, gleichberechtigt zu sein in angesichts unserer Verschiedenheit. Und das können andere Wege sein, andere individuelle Wege, aber es geht nicht um den Mann als den Maßstab oder den überhaupt wie um den Androzentrismus unserer gesamten Kultur, sondern es geht darum, eine andere Gesellschaft zu schaffen, die ja dann, wenn man es ernst nimmt, eine sehr revolutionäre Forderung ist, weil wir ja nicht nur einige Rechte im Arbeitsrecht und im Staatsrecht ändern wollen, sondern weil im Grunde die Arbeitsteilung, also unsere Form der Produktion und Reproduktion, der Hebel sind, in der wir, dem wir etwas ändern müssten. Und wir haben das heute eben zusammengefasst unter dem Problem Care. Also Care ist sozusagen nicht nur eine Frage eines verbesserten Pflegesystems und ihrer besseren Bezahlung, sondern es geht an die Grundfesten unserer Gesellschaftsanalyse. Während wir früher über Hausarbeit und Lohnarbeit geredet haben, als diesen wesentlichen Hindernissen einer Gleichstellung, dann sprechen wir heute darin, dass es ja mehr ist als die Hausarbeit. Es ist sozusagen die Sorge für andere, es ist das immer zur Verfügung stehen. Es ist sozusagen das, was wir unter weibliche Lebensweise zusammenfassen. Und wenn wir das alles ändern wollen, ändern müssen, wenn wir gleich sind, dann heißt das auch eine große Veränderung für männliche Lebensweisen. Dann heißt das eine Veränderung überhaupt aller unserer Institutionen, die wir haben, die sozusagen das Gerüst der Gesellschaft bilden. Und das ist also ein Projekt, das wir schon bezeichnen können, dass es ansteht. Es gibt eine Philosophie der Fürsorglichkeit, wir können das alles theoretisch begründen. Aber wie wir es bewerkstelligen, das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, weil die Widerstände enorm sind. Weil es natürlich erstmal Unsicherheit bedeutet, wenn wir auf neue Formen, Lebensformen umsteigen. Und die Kinderfrage ist dann überhaupt nie gelöst, ne, kann man sagen, um das so zusammenzufassen. Ja, absolut. Ja, da stimme ich Ihnen zu. Ja. In einem Aufsatz zitieren Sie in der Fußnote Jutta Limbach und sie schrieb den Aufsatz Wie männlich ist die Rechtswissenschaft? Und genau da spielen wir, und das haben wir ja jetzt auch schon genannt, da ist ja die zentrale Problematik, dass es die Gleichberechtigung darauf abzielt an eine Angleichung an androzentrische Normen, also eine Angleichung an den Mann. Und das ist ja so auch die erste Strömung des Feminismus, also sozusagen der liberale Feminismus, der sich aber hegemonial durchgesetzt hat, der bis heute, kann man sagen, Mainstream geworden ist. Und der geht schon von einem Rechtspositivismus aus und so weiter. Und demgegenüber sehen wir aber viele verschiedene Feminismen quasi, so Differenzfeminismus, radikale Feministinnen, Anarcha-Feministinnen, Queer-Feministinnen, Marxistinnen und so weiter. Also hier sehen wir verschiedene Bewegungen. Und vereint eigentlich diese Kritik am liberalen Feminismus, dass der gewisse Macht- und Herrschaftsverhältnisse ausblendet. Das finde ich ist sehr, sehr spannend. Und Sie haben ja auch geforscht zu Frauenbewegungen und feministischen Strömungen. Ja, natürlich. Das ist eben unser, ja, wir haben da sehr unterschiedliche Theorien dazu. Ist ja auch richtig, weil wir auf unterschiedlichen Wegen sind. Aber der liberale Feminismus, der ist jetzt eigentlich auch, wenn wir mal international auf die Menschenrechtsdebatte kommen, ist der liberale Feminismus inzwischen jedenfalls in der Theorie, in den Dokumenten, in den Rechtsförmigkeiten eigentlich überholt, weil wir gelernt haben, und das ist sehr wichtig, dass in den 70er Jahren schon seitdem also auf internationaler Ebene um Frauenrechte als Menschenrechte gekämpft wird, dass da insbesondere auch die Frauen des Südens sich eingemischt haben und sich gewehrt haben gegen diesen weißen Feminismus, weil sie andere Formen der Gleichberechtigung eigentlich für sie viel notwendiger hielten. Und diese Debatten, die ja geführt wurden dann in den großen Frauenkonferenzen, haben jetzt doch bis in die 90er Jahre hinein eine Menge an Aufklärung erreicht, sodass wir auch, also auf der internationalen Ebene ist ja das
CEDAW-Abkommen, also die Konvention gegen die Verhinderung von Gleichberechtigung, sage ich mal kurz gefasst, der deutsche Titel ist sehr umständlich, also die Gleichberechtigungs-, das Frauenrechtsabkommen heißt es, von 1979, ist mehr oder weniger in den Mehrzahl der Staaten ratifiziert. Und das ist ein Instrument, um tatsächlich auch auf die materielle Seite der Gleichheit zu kommen und bietet auch Standards an, jetzt gerade inwieweit Frauen diese Rechte einklagen können. Und auf der Ebene ist sehr viel unter Juristinnen weltweit darüber verhandelt worden, was eben materielle Rechte sind. Also inwieweit das Formale in ein Recht umgewandelt werden. Nicht zuletzt Gewalt gegen Frauen ist ja dort als Verletzung eines Menschenrechts bezeichnet worden. Und daraus kann man dann ja verschiedene Politiken entwickeln. Aber ich denke mal, an dieser Stelle brauchen wir immer noch Subjekte, die handeln, die sozusagen das einklagen. Man muss insofern kann man diese Form der Rechtsdokumente des CEDAW-Abkommens kann man benutzen, um sein Recht einzuklagen, weil dort international verpflichtend, für die Staaten verpflichtend gesagt worden ist, das ist Recht und das ist Unrecht. Ja. Und ich denke, dass auf dieser Ebene, neben der ganzen Intersektionalitätsdebatte, aber auf dieser Ebene entscheidende Impulse gesetzt wurden, um von der formalen, nur formalen Gleichberechtigung die sozusagen beiseite zu schieben. Und man redet jetzt von einer substanziellen Gleichberechtigung, substanzieller Gleichheit, die sozusagen immer wieder neu ausgehandelt werden muss. Es ist ja nicht klar, was genau jetzt der Grund ist, warum Frauen nicht zurande kommen. Es muss immer in den Verhältnissen, in jeder Zeit neu definiert werden. Und das ist so anstrengend oder das ist auch schwierig. Aber ich denke mal, es ist ein Instrument, um das überhaupt zur Sprache zu bringen. Und darum hat Cornelia Wissmann diese wunderbare Redewendung gefunden, dass Menschenrechte sind eine Instanz des Sprechens, indem man so Begriffe anbietet, in denen das, was man persönlich oder als individuelles Leid empfindet, zur Sprache bringen kann. Und das, denke ich, ist eine internationale Perspektive, die mich ein bisschen ermutigt, weil dort viel in den 90er Jahren jetzt auch zustande gekommen ist. Weltweit war das in dieser Pekinger Frauenrechtskonferenz ja ein Durchbruch einerseits. Auf der anderen Seite sind das nach wie vor nicht beendete Kämpfe, das ist klar. Aber ich wehre mich eben ein bisschen dagegen, dass man das gar nicht zur Kenntnis nimmt oder nicht in Anspruch nimmt, bloß weil wir jetzt in einer menschenrechtlich einigermaßen guten Situation leben. Aber die Frauen in anderen Ländern brauchen das, brauchen diese Form der Handlungsfähigkeit, auch der Anerkennung, dass sie Rechtssubjekte sind, die berechtigt sind zu handeln. Ja. Und das, denke ich, ist ein, ja, das treibt mich immer wieder an, sozusagen ein bisschen Opposition zu treiben, auch gegen eine etwas meines Erachtens doch sich mit den Verhältnissen zu sehr abfindende feministische Theorie. Ja, das ist sehr spannend, ja, das stimmt. Und ich finde auch ein sehr guter Ansatz, das, was Sie erwähnt haben, finde ich, ist es wichtig, das zu betonen, dass dieser Prozess ja nie endet. Auch die Demokratie hat ja nie ein Ende. Es ist ja ein nie abgeschlossener Prozess. Es ist ja nicht so, man hat gewählt und okay, alles ist in Ordnung. Sondern man muss für Freiheit, für Demokratie ja ständig auch etwas tun. Man muss sich das nicht nur erkämpfen, sondern auch deliberieren, auch darüber sprechen, hey, es ist ein Ausverhandlungsprozess, das endet ja nicht. Und genau so kann man feministische Rechtskritik auch verstehen, also als prozesshaft es begreifen. Deshalb haben wir also in der ganzen weltweiten Debatte um Gleichheit und Differenz sind ja viele Facetten zur Sprache gekommen. Aber mein Ansatz war immer, ich habe ja dieses Buch Gleichheit ohne Angleichung geschrieben. Also es geht nicht um die Angleichung, das haben wir schon diskutiert, sondern es geht auch darum, dass der Gleichheitsbegriff ein dynamisches Konzept ist und das sich immer nur in Beziehungen verwirklichen kann. Also es geht, wenn wir jetzt um Gleichberechtigung reden, dieses also verrufene Wort inzwischen, weil es so unerfüllt ist, aber es geht bei den Rechten darum, dass wir sozusagen immer sehen, dass sie ihre Grenze haben an den Rechten anderer, an der Freiheit anderer, so wird Gleichheit immer gesagt, auch Freiheit hat die Grenze an den Rechten anderer, aber es geht auch darum, dass wir sie nur in Beziehungen ausformulieren können,
dass sie auch immer eingedenk sein müssen des Nächsten, wie das Bloch einmal gesagt hat. Also Gleichheit ist sozusagen ein dynamisches Prinzip, dass je nach den historischen Umständen sind es ja unterschiedliche Bedürfnisse, die wir haben, sodass das also auch veränderbar sein muss. Und man muss eben überzeugen mit der Definition, die man jetzt findet. Absolut, ja. Ja, man kann eben, das ist ein Problem jetzt auch, man kann auf Kategorien nicht verzichten im Recht. Weil wenn wir etwas vergleichen wollen, müssen wir es bezeichnen. Ja, und diese Bezeichnung muss natürlich immer wieder in Frage gestellt werden, das ist klar. Aber wir können auf Kategorien nicht verzichten, die wir dann je nachdem auch beschreiben müssen. Ja. Was mich auch persönlich antreibt, ich komme aus einer sehr radikalen Denkschule, Nietzsche, Foucault und Queer-Feminismus und Anarchismus. Und deswegen finde ich so auch neomaterialistische Rechtstheorien sehr spannend, denn sie fragen nämlich, wie kann eine Gleichheit unter kapitalistischen oder heutzutage neoliberalen Auspizien überhaupt gedacht werden? Also wie kann das funktionieren? Wie kann, das geht ja auch an den Kern des Problems zwischen, wie kann Gleichheit, wie kann Demokratie überhaupt in einer kapitalistischen, bürgerlichen Gesellschaft überhaupt funktionieren? Und das ist ja auch ein wichtiger Kritikpunkt an Recht generell. Ja. Es ist sehr handhabbar geworden. Auch jetzt wieder, das Diskriminierungsrecht ist nicht nur ein Fortschritt, Antidiskriminierungsrecht, weil es immer auf Kosten anderer wieder gehen kann, wenn man eine Antidiskriminierung aufhebt. Und darum ist im Grunde ein Recht, das kapitalistisch ist, bleibt Unrecht. Ja, aber es ist auch gefährlich sozusagen dann, die Möglichkeiten des Rechts aufzugeben. Wenn wir sagen, nein, das nützt uns alles nichts hier, wir sind sozusagen ein Objekt der Verhältnisse, und dann dagegen wehre ich mich vehement, das Recht, das Unrecht zu benennen und das Unrecht zu bekämpfen, ist eine bleibende Aufgabe. Also auch, ich sage nochmal Bloch, der gesagt hat, man kann sich nicht ins Gras legen, wenn der Staat ein Unrechtsstaat ist. Und man muss das tun, nicht? Also wir müssen etwas tun, und insofern ist das auch gefährlich in der Queer-Theorie, würde ich sagen, die ganzen vorherigen Errungenschaften der Rechtssubjektivität aufzugeben zugunsten einer für jeden gleichen, ja, also zugunsten welcher Bestimmung, weiß ich nicht genau, aber es ist, wir brauchen heute noch immer, betrifft noch eine große Zahl von Frauen auch, ich sage das ruhig, Frauen ohne Sternchen, die in bestimmten gleichen Lebenslagen sind und die damit deshalb diskriminiert werden. Oder eben die Frage der Gewalt gegen Frauen ist auch nicht aufzulösen, indem man jetzt sagt, ja, also wir müssen uns des Instrumentariums noch bedienen, das auch diese kapitalistische Gesellschaft hat und ererbt hat. Aber die Ideen der Aufklärung und auch der anderen freiheitlichen, bürgerlichen Gesellschaft, die sind ja deshalb doch nicht ganz überholt. Oder doch? Das ist die Frage. Ja. Also das ist die zentrale Ansatz Frage, wäre, ja. Mein Ansatz wäre, als Prinzipien sind sie nach wie vor, wenn wir sie anders interpretieren und anders einsetzen, bisher nicht ersetzbar. Ich weiß nicht, wie man Freiheit und Autonomie oder Gleichheit und Gerechtigkeit grundsätzlich anders definieren kann. Da brauche ich irgendwie die alten Denker und Begrifflichkeiten, um darüber zu reden, ja, und das ist irgendwie ein Dilemma, muss ich sagen. Auf der anderen Seite sind wir in der Lage, aufgrund unserer wissenschaftlichen und auch persönlichen Erfahrungen, die Dinge zu kritisieren, die nicht diesem utopischen Vorstellung von Recht entsprechen. Wir sind in der Lage, das zu erkennen auch, ja, und das finde ich ist doch ganz wichtig, um daran weiterzuarbeiten.
Ja, da stimme ich Ihnen zu, genau. Und Professor Oliver Machert an der Universität Wien, Professor für politische Theorie, er kommt aus dem Postmarxismus, Essex School, Chantal Mouffe und Ernesto Laclau. Und er zum Beispiel definiert auch Demokratie folgendermaßen, und zwar an den Prinzipien der damaligen Französischen Revolution, 1776 und so weiter, eben Gleichheit, Freiheit, Solidarität statt brüderlich, um nicht Brüderlichkeit zu sagen, und Volkssouveränität. Also er hängt sogar so ein viertes Prinzip dahin, er hängt das an. Und genau diese vier Prinzipien sind für Oliver Machert Zeichen einer radikaldemokratischen, quasi eines radikaldemokratischen Beginns. Und also für viele progressive Denkerinnen ist der Beginn die französische Revolution, die bürgerliche Revolution, genau. Und deswegen ist es auch wichtig, dass das zu markieren, dass das schon auch ein Fortschritt ist, ein historischer natürlich, gegenüber feudalen, personalen Verhältnissen und Unterdrückungsverhältnissen und Machtverhältnissen, natürlich. Auf der anderen Seite muss man aber auch die Grenzen dieses bürgerlichen Rechts zeigen und dieser Ordnung. Ich zitiere in Ihrem Beitrag, das fand ich eine sehr, sehr geniale Passage. Sie schreiben: Denn im Zentrum des bürgerlich-patriarchalen Ordnungsprogramms stand die Familie als Grundpfeiler und Keimzelle der staatlichen Ordnung, war die Ehe als besonderes Gewaltverhältnis begründet. Die Familienrechtslehren des Johann Fichte beispielsweise, also wonach eine Frau sich mit der Eheschließung freiwillig, also unter Anführungszeichen freiwillig, und aus Liebe dem Ehemann unterwirft, das ist quasi so die Privatrechtslehre des 19. Jahrhunderts, und so kodifiziert sich auch eben das im bürgerlichen Gesetzbuch. Und das sind so diese verankerten Denkmuster, die bis ins 20., wenn nicht sogar bis ins 21. Jahrhundert uns noch immer verfolgen. Und diese Widersprüche sind aber schon in dieser patriarchalen, bürgerlichen Ordnung ja schon vorhanden. Und genau dieses muss es, und das haben wir auch schon gesagt, das muss es gelten, aufzudecken. Das müssen wir immer wieder dekonstruieren, aufdecken und genau, verändern. Ja, es ist, ich bin Ihnen dankbar, dass Sie das zitieren, weil das sozusagen der Kern meiner Kritik auch des Rechts ist und des Privatrechts insbesondere. Und das haben wir ja in gewisser Weise in unseren Lebensformen heute, also in unseren möglichen Lebensformen, noch nicht in der Mehrheit, aber in der Möglichkeit, andere Lebensformen zu auch als die Ehe oder als heterosexuelle Verhältnisse, das haben wir ja sozusagen erreicht formal. Ja, formal. Das lebt fort, da haben Sie vollkommen recht, und ist auch so aus den Köpfen und aus den Herzen nicht wegzubringen. Es ist noch interessant, dass zum Beispiel ein von mir sehr geschätzter Philosoph, der Axel Honneth, in seinen letzten Büchern zur Gerechtigkeit nach wie vor diese Trennung, also die hegelsche Trennung zwischen den drei Sphären der Gesellschaft, der bürgerlichen Gesellschaft, übernimmt. Und also in der Definition, was Liebe ist und was Recht ist, in welchem Verhältnis Liebe und Recht zueinander stehen, da finde ich, ist es entlarvend, dass er nach wie vor einen Unterschied macht, dass die Familienbeziehungen sozusagen durch Liebe gestaltet sein müssen und nicht durch Recht, weil sie, ich kann die Begründung nicht genau wiedergeben, aber das Recht würde sozusagen eine Instanz von außen hineinbringen, die dieses Zusammensein und dieses Zusammengehörigkeitsgefühl verletzt. Und das ist ja interessant, das war meine wichtigste Erkenntnis aus dem großen Lexika des 19. Jahrhunderts, da steht also unter Geschlechterverhältnissen drin, ja, für die Frauen, Moment, jetzt muss ich nochmal nachdenken. Für die Frauen ist es die Liebe und die Männer sind, also die Frauen sind die Frauen sind die Repräsentanten der Liebe und die Männer des Rechts. Da wird also festgelegt, welche Rollen wir zu spielen haben. Und es wird selbstverständlich angenommen, dass Frauen Rechte nicht in Anspruch nehmen dürfen in diesem Liebesverhältnis, weil das die Rechte zerstört. Und da gibt es eine neuere Philosophinnen, die darüber nachdenken, also wenn wir über Care, in der ganzen Care-Debatte, über Fürsorglichkeit und emotionale Beziehungen nachdenken, dann fragt man sich mit Recht, warum soll eigentlich in diesen Beziehungen kein Recht herrschen, nicht Gerechtigkeit herrschen? Warum sollen gerade diese Beziehungen nicht gerecht sein?
Was ist das für ein schrecklicher Widerspruch, der aufgemacht wird? Gerade den man liebt, gegenüber dem will man doch gerecht sein. Also diese Trennung zwischen Recht und Liebe hat mich immer wieder sozusagen aufgeweckt und fragen lassen, was ist das für ein Denken, dass sozusagen das Recht aufgibt, sobald man sich in emotionale Beziehungen setzt. Also diesen Gegensatz versuchen auch die feministische Philosophie inzwischen aufzuheben. Das finde ich einen sehr wichtigen Gedanken, um dieses verknorrte Verhältnis unseres Familienrechts, unserer Familienverhältnisse aufzubrechen. Ja. Also welche Prinzipien beherrschen eigentlich unsere neuen Lebensformen? Da wäre ich genauso dafür, dass man diese bürgerliche Ehe nicht als Vorbild nimmt für homosexuelle Beziehungen, ja, sondern das muss irgendwie anders definiert werden. Also nur das Ehegattensplitting kann es ja nicht sein, weshalb man diese Ehe für gut findet. Also es ist ich habe mich gewundert, als nun heterosexuelle Frau, wie mich sehr gewundert, warum man nun gerade die Ehe durchsetzen will. Ich sehe, das ist eine Wahlfreiheit, die wir heute brauchen, um andere Unterstützungsverhältnisse und Lebensverhältnisse zu ermöglichen. Aber diese traditionelle Ehe ist kein Vorbild, das wir irgendeiner Weise fortsetzen sollten. Ja. Da stimme ich Ihnen zu. Ja, daran kann durchaus berechtigterweise Kritik geübt werden. Und genau, anlehnend auch an Queer-Theoretikerinnen kritisiere ich auch, oder ich finde es ist es wert, darüber zu streiten, darüber nachzudenken, dass das Recht auch von gewissen Subjektivitäten ausgeht und auch teilweise von essentialistischen Kategorien, die Frau, der Mann. Und das sehen wir auch, wenn man im Pass zum Beispiel angeben muss, Mann, Frau. Und das zeigt schon, dass es sehr eingeengt ist, diese Perspektive des Rechts. Und dass man immer, aber das ist ja mit dem Linguistic Turn ja auch so eine Problematik, die wir sehen. Und das wissen wir auch aus erkenntnistheoretischer Perspektive, aus der Philosophie, dass sobald man einen Begriff definiert, grenzt man gewisse Dinge ab und dadurch fehlt einem gewissen, also man blendet gewisse Dinge aus, man grenzt aus und das ist ja auch so die Problematik, die Queer-Theorien aufmachen wollen. Ja. Das Recht gleichzeitig, indem sie eine Ordnung schafft, erstens mal basiert diese Ordnung zwangsläufig auf Gewalt. Andere, also Waldenfels zum Beispiel hat das sehr gut beschrieben in seiner Gewaltphilosophie. Und auf der anderen Seite aber braucht die Ordnung ein anderes, also so eine Unordnung. Das sehen wir auch die kultivierten Wir gegen die barbarischen Anderen und so weiter. Also Recht, und da bin ich schon eher bei Butler und Althusser, das Recht, auch mit Recht geht quasi auch Unrecht einher. Also auch diese Ambivalenz muss man durchdenken. Und ich glaube, da hat uns der Linguistic Turn und Dekonstruktion haben uns bereichert. Und ich finde, wir sollten natürlich dankbar sein für die historischen Entwicklungen des Rechts, aber man muss trotzdem auch einen Schritt hinausgehen und sagen, okay, aber es kann noch immer Kritik geübt werden. Also genau, ja. Es ist diese Ambivalenz, ja. Aber wenn wir nun wirklich davon ausgehen, dass Recht nicht nur ein Herrschaftsinstrument ist, sondern auch ein Moment, sich zur Sprache zu bringen, um das Unrecht zu formulieren. Also in dieser Ambivalenz oder Dialektik kann man natürlich... muss man irgendwie handeln dann. Bestimmt, und bestimmt, ja. Und wir können nicht bei der Kritik stehen bleiben. Und wie schwierig es ist, Kategorien zu bilden. Also ich meine, die Jurisprudenz ist ja seit Jahrhunderten damit beschäftigt, sich abzusichern in ihrer Kategorienbildung. Und alle Dogmatik, alle Rechtslehre besteht darin, das genau zu definieren, welche Kategorie das sind. Dies genau muss man angreifen. Ja, das ist richtig. Ja? Und daran, an diesen Verfestigungen von bestimmten Denkkategorien, die dann zu Institutionen werden, weil sie soziale Praxis sind, das ist genau das, was wir aufheben müssen. Die Frage ist jetzt, inwieweit die Queer Theory dann in der Lage sein wird, neue Rechte für die Einzelnen zu erreichen, ohne anderen zu schaden. Ja? Ja. Ohne sozusagen den Negativeffekt auszulösen. Ja. Ich bin völlig bereit zu sagen, nein, wir müssen das immer wieder reflektieren, in welcher Kategorie wir denken, welche Normen wir benutzen und so weiter. Aber wenn wir die ganze
Komplexität der Verhältnisse gleichzeitig lesen wollen, das geht irgendwie nicht. Das ist ein Problem. Und ich denke schon, dass bei den dogmatischen Begründungen für Gleichheit habe ich ja auch so alte Leute gefunden wie Savigny, die sagen, es geht bei Gleichberechtigung nie um Identität. Das ist nochmal ein wichtiger Punkt auch. Es geht nicht um Gleichsein oder im Amerikanischen ist es denn Sameness, sondern es geht immer um die gleiche Möglichkeiten angesichts der Verschiedenheiten. Und betrifft immer nur eine Seite des Menschen, die Rechtsfrage. Ja? Also die Gleichheit kann nur in einer Hinsicht definiert werden. Es gibt nur eine Hinsicht, in der wir gleich sind, nämlich, sagen wir jetzt mal ganz platt, Mensch zu sein. Ja? Mehr eigentlich nicht. Und was ist eben dann Menschen möglich oder Menschen Berechtigung? Das ist genau die Frage. Ja. Und das brauchen wir immer wieder, um zu sagen, ja, wir wollen aber, dass alle in diesen Genuss gleicher Möglichkeiten kommen. Absolut, ja. Na, da stimme ich Ihnen absolut zu. Und ich habe letztens auch eine Diskussionsrunde beobachtet mit Cornel West, Judith Butler, genau, und Glenn Greenwald. Ja. Und darin ist mir aufgefallen, und das kritisiere ich zum Beispiel auch mittlerweile an Judith Butler, dass eben, wo ist die Praktikabilität? Also ich finde, sie ist eine sehr geniale Denkerin und auch eine sehr scharfe Kritikerin. Aber das Problem ist an ihrem Ansatz, wo ist die Praktikabilität? Denn gleich am Anfang der Diskussionsrunde hat sie gesagt, naja, aber wir müssen bedenken, dass in unserer Runde mehr Männer sind als Frauen und wir müssen bedenken, eine schwarze Frau, bla 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 und Arbeiterschicht ist nicht vorhanden. Und das Problem ist, natürlich hat sie recht, es waren ja nur Akademikerinnen in dieser Diskussionsrunde. Das Problem ist, wenn du jetzt beginnst, alle essentialistisch gedachten Kategorien dann aufzuzählen, dann kommst du ja bis ins Unendliche und du kannst nicht so eine große Diskussionsrunde veranstalten mit allen unendlichen Kategorien, denn es gibt ja nicht nur Mann, Frau und Disability und Age, Alter und du kannst ja nicht alle dann aneinander reihen und dann erfindet vielleicht oder konstruiert jemand seine eigene Kategorie und fühlt sich als Spaghetti-Monster und dann will er auch noch an Bord sitzen. Also ich will mich nicht lustig machen, ich nehme die Diskussion und die Kritik sehr ernst. Ich schätze Judith Butler, nur das Problem ist, an dieser Kritik muss man, und das haben Sie auch kurz erwähnt, die Praktikabilität auch in den Blick fassen. Wie tun wir weiter? Also das ist eben auch diese Widersprüchlichkeit in diesen progressiven Ansätzen, dass, ja, es ist nicht leicht. Es ist, ja, es ist auch so, eben diese ganze Debatte um Identitätspolitik hat ja nun auch gezeigt, dass die großen Strukturen mit der Rücksichtnahme auf jedes Individuum nicht zu lösen sind. Also wir brauchen irgendwie Solidaritäten, wir brauchen auch Bewegungen und Zusammenschlüsse, die etwas machen. Und das setzt aber auch voraus, dass wir ja nicht nur für die eigenen Rechte kämpfen, sondern dass es immer auch darum geht, die Möglichkeiten anderer zu bedenken. Also dieses nur das Individuum in den Mittelpunkt zu stellen, lässt ja vollkommen alle Möglichkeiten für andere zu sprechen aus. Es gibt aber andere, die können noch nicht oder sind nicht in der Lage zu sprechen. Und dieses für andere zu sprechen ist doch ein wichtiger Bestandteil in jeder Rechtsbildung, dass man nicht nur seine eigenen Rechte durchsetzen will, sondern dass man auch repräsentieren kann andere. Wir sagen, in der Demokratie wählen wir die Leute, die uns repräsentieren. Und das ist schwierig genug, aber insofern brauchen wir auch Menschen, die eben für andere sprechen, weil sie nicht zum Sprechen in der Lage sind. Und diese Repräsentanz ist ja auch ein wichtiges theoretisches Problem in der Frauenforschung, in der Geschlechterforschung. Aber das würde ich doch sagen, dass wir Care auch politisch anwenden müssen und sozusagen die Fürsorglichkeit zum Prinzip eines Handelns machen müssen. Dass es immer nur um die eigenen Rechte geht, kann ja eigentlich nicht sein. Ja, und auch hier sehen wir wieder eine Schwierigkeit. Sollen wir für jemanden sprechen oder mit jemanden sprechen? Oder das ist ja auch immer so ein paternalistischer Moment, könnte ja auch reinkommen, wenn wir Weißen, also die dekolonialen Theorien haben uns das ja auch gezeigt, wenn wir Weißen dann auf einmal, wir müssen jetzt für den globalen Süden sprechen. Und das ist halt auch immer, also wir sehen, es ist eine sehr verzwickte Situation. Ja, es ist eine schwierige Aufgabe und gerade die postkolonialistische Kritik finde ich so berechtigt, die uns ja auch viel zu wenig
bewusst war in all unseren Forderungen. Das muss ich sagen, das ist ein großer Lernprozess möglich geworden. Aber an dem postkolonialistischen Theorie ist eben auch das Gute, dass sie historisch und materialistisch denkt und nicht nur die Diskurse meint. Insofern bringt uns die Postkolonialtheorie, finde ich, auch in der Frauenpolitik und Menschenpolitik sehr viel weiter. Ja, ja. Ja, also absolut. Wenn ich heute nochmal neu anfangen würde, würde ich das auch alles schon gleich bedenken. Aber wir haben eben sozusagen erstmal an einer Stelle begonnen, die uns am eklatantesten erschien. Und es ist tatsächlich das finde ich auch eine falsche Geschichtsschreibung. Man beginnt, die feministischen Lehrbücher fangen heute immer in den 1990er Jahren an. Die sind derartig unhistorisch, derartig unwissend über ihre Vorgängerinnen und über das, was vorher gedacht wurde. Das ist also jemand, der jetzt so alt geworden ist wie ich, ein bisschen nachdenklich macht. Wie kommt das eigentlich, dass wir in der Geschlechterforschung so wenig Schulen bilden oder auch aufeinander uns beziehen, anstatt sozusagen die Weiterentwicklung irgendwie auch zu sehen. Jetzt wird es richtig eine Denunziation des frühen Feminismus betrieben, die alle essentialistisch gewesen wären. So ein Quatsch. Ich meine, wir haben selbst die Simone de Beauvoir hat ja das, wir sind Frauen gemacht, natürlich, klar. Nicht? Und der Unterschied zwischen Sex und Gender ist für Europa ein solcher Import der Sprache. Wir haben diesen Unterschied gar nicht gekannt. Ja, also diese Gender-Theorie, die sich darauf bezieht und das davor, was alles gedacht worden ist, als essentialistisch bezeichnet, ist so falsch, da kann ich mich irgendwie nur erregen darüber. Ja, ja, es ist wichtig, das aufzuzeigen, dass es auch innerhalb, weil Leute aus meinem Umfeld, die jetzt nicht studiert haben, die sagen immer, der Feminismus. Und ich sage immer, nein, es gibt nicht den einen Feminismus. Es gibt viele Feminismen, es gibt viele verschiedene Strömungen. Und ich glaube, das muss man schon bedenken, was genau kritisiert man an welcher Strömung? Und da muss man sehr differenziert betrachten. Und ja, historisch haben sich viele gebildet und die sind ja auch in Streit miteinander, ergänzen sich teilweise. Und ich finde, genau das soll ja auch Wissenschaft sein. Wissenschaft basiert meines Erachtens nach und Demokratie basiert meines Erachtens nach auf Streit. Wir sollen streiten, das ist auch gut. Ja, ja. Das ist sozusagen das Fazit. Ja. Ich denke eben, das ist interessant für mich, dass eben in der Jurisprudenz oder der feministischen Rechtswissenschaft es jetzt wunderbare Streiterinnen gibt und die den Stab übernommen haben und das also sehr exzellent weiterführen, auch mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein und Wissen, als noch als wir am Beginn der 70er Jahre so ein bisschen im Dunkeln stocherten. Ja, woran liegt es eigentlich? Ja, ja. Nicht? Und ja. Das sozusagen ein Überblick. Ja. Vielleicht ein kurzes Shoutout zu der Politikwissenschaftler, also Sozialwissenschaftlerin Sonja Buckel. Sie hat ein sehr schönes Band herausgegeben, Neun Theorien des Rechts. Ja, auch hier geht sie auf neomaterialistische Rechtstheorien ein. Und hier gefällt mir insbesondere dieser Ansatz von ihr, dass quasi das Recht sich repräsentiert oder zeigt als eine Totalität quasi ohne privilegierten Ort. Und das kennen wir ja von Gramsci, dass sich eine subjektive Position quasi universalisiert und hegemonial durchsetzt. Und genau das kann man ja auch am Recht durchaus auch kritisieren, dass man da annimmt, okay, das Recht ist quasi der objektive Standpunkt oder quasi so ein interessensloser Standpunkt. Und das muss man ja durchaus sagen, nein, Recht ist doch durchaus sedimentierte Machtverhältnisse, das, was wir am Anfang besprochen haben, durchgehend in unserem Gespräch, das sind gesellschaftliche, soziale Verhältnisse, die sich einfach materialisiert haben. Und das ist schon auch wichtig, immer wieder mitzubedenken und die Prozesshaftigkeit hinter dem Recht zu verstehen. Und genau, also, ja. Die Gewordensein des Rechts, das Gewordene, oder die Historizität des Rechts, das ist ganz, ganz wichtig, um zu bedenken, was wir noch tun können, aber was auch nach wie vor ein großes Problem ist in unserer Gesellschaft. Ja. Absolut, genau. Ja. Sehr, sehr provokant. Ich habe einen kleinen Beitrag verfasst auf meinem Blog und da habe ich den Staatsanwalt Julius von Kirchmann zitiert, der in Berlin 1847 einen Vortrag gehalten hat mit dem Titel, und das ist sehr provokant, über die Wertlosigkeit der Jurisprudenz als Wissenschaft. Ja, und ja. Und ja, darin... Haben wir als
als Juristen auch immer zitiert, ja. Nein, ich finde das sehr provokant und ganz am Anfang, er schreibt ja auch, Juristen sind wie Holzwürmer, da diese nur in faulen Bäumen leben und sich vermehren können. Gesundes Holz können sie ja bekanntlich nicht verdauen. Laut der deutschen Rechtswissenschaftlerin Professor Dr. Ingeborg Puppe gibt es in Bezug auf Rechtswissenschaften nur faules Holz. Also genau, und das ist halt schon sehr, sehr provokant. Und genau das zeigt ja auch eben, dass es so einen objektiven Standpunkt vielleicht auch gar nicht gibt. Und das Recht gaukelt uns das manchmal aber doch vor. Und die Juristen quasi verdrehen und drehen und wenden und interpretieren. Aber eigentlich eben das, was Sie auch in Ihrer Forschung gemacht haben, die Historizität, diese ganze Prozesshaftigkeit, das alles in den Blick zu bekommen. Das alleine, und deswegen plädieren Sie auch für eine interdisziplinäre Herangehensweise. Auch das ist in Ihren Beiträgen zu lesen. Also die Rechtswissenschaft alleine kann uns nicht dienen, einen emanzipatorischen Weg zu gehen. Das bedeutet, man muss es kombinieren, so wie Sie es getan haben mit der Soziologie, Sozialwissenschaften und so weiter. Also genau, da plädieren Sie für eine Interdisziplinarität. Ja, ich meine, wenn man die Mitte des 19. Jahrhunderts war ja die Rechtswissenschaft nach wie vor so eine Pandektenwissenschaft, die nur unter Fachleuten sich miteinander verständigt haben. Und die Kritik des bürgerlichen Rechts und überhaupt der Zusammenhänge, in denen das entsteht, ermöglicht einem ja Recht auch anders zu begreifen. Und das ist der Demokratisierungsprozess im Recht, der unbedingt notwendig war und notwendig ist nach wie vor, um damit umzugehen. Also als solch eine Masse, in der sich nur Fachleute unterhalten und die sich alle einig sind, das und das ist Dogma, dann kommt man natürlich nicht weiter. Wobei das eben doch schon interessant ist, wenn man noch länger zurückgeht, wie diese Pandektenwissenschaft über Jahrhunderte hinweg bestimmte Prinzipien doch erhalten hat und darauf bestanden hat, also die Ungleichheit war immer ein Thema. Das ist interessant, ja. Das ist immer ein Thema, dass man gegen Macht und Ungleichheit aufgemuckt hat. Aber wie es dann eben von den bürgerlichen Theoretikern begründet wurde, das ist wirklich dann auf Kosten der einen Hälfte der Menschheit gegangen. Ja, das stimmt. Ja, meine Schwester studiert auch Rechtswissenschaften und ich finde das immer faszinierend, wie viele Kodizes eigentlich wertlos werden. Und Kirchmann, da zitiere ich ihn auch, hat Folgendes gesagt, drei berichtigende Worte des Gesetzgebers und ganze Bibliotheken werden zur Makulatur. Das ist doch faszinierend, wie... es müssen auch die Soziologen oder auch die Philosophen oder die Rechtshistoriker die anderen Wissenschaften das Recht nicht so nur verteufeln heute. Ja? Also viele machen einen großen Bogen, so wie es um Rechtsfragen geht, sind sehr ungebildet in dem, was Recht ist, aber reden gegen das Recht. Und das finde ich auch problematisch. Also sie sind auch unwissend über die Geschichte des Rechts. Das ist so verbreitet, dass kein Mensch sich das klar macht, was wir eigentlich jetzt für Rechte haben gegenüber vor 50 Jahren oder vor 100. Da wird immer alles in einem großen dunklen Box versteckt. Die beschäftigen sich nicht damit. Also das finde ich auch ein Mangel, muss ich gestehen. Nicht? Dann ist es nur das Juridische. Ja. Sie haben ja ein sehr spannendes Buch geschrieben für eine andere Gerechtigkeit, Dimensionen feministischer Rechtskritik. Wie würden Sie vielleicht die aktuellen Prozesse beschreiben? Also unter neoliberalen Auspizien, wie hat sich da das Recht verändert? Also ist jetzt alles nur mehr im Privaten und die selbstständige Frau, die dynamisierte, die sich selbst entwickelnde, bla bla bla. Also wie hat sich jetzt Recht entwickelt und wie steht es jetzt um den Feminismus? Ja, Fakt ist, dass tatsächlich die Diskriminierungsdebatte irgendwo ins Leere führt, weil es mit der Antidiskriminierung allein nicht getan ist. Wir haben vielfältigste Antidiskriminierungen, Gesetze und Vorhaben, aber es fehlt eigentlich die Utopie von einem richtigen Recht. Ja, also es fehlt die Denkbarkeit anderer Verhältnisse. Und in meinem Buch habe ich versucht, anhand der verschiedenen Dimensionen der Rechtskritik, die wir ja haben, das heißt jetzt im Arbeitsleben, in der Wissenschaft, also in der
Rechtsgeschichte, in der Dogmatik, die Möglichkeiten der Intervention zu diskutieren. Und ich frage mich eben, ob die Ablehnung allein der rechtlichen Mittel uns führt uns nicht weiter, sondern wir müssen uns damit beschäftigen. Die Anpassung, die Diversity-Rechtsprechung, der Diversity, ist ein gefährliches Instrument, das im Grunde dem Kapitalismus dient und in der Vereinzelung und Vervielfältigung der Rechtspositionen wirklich Recht abschafft. Ja. Also das ist eine gefährliche, wenn man sich nicht der allgemeinen Zusammenhangs von Rechten und der notwendigen Zusammenspiels der Rechten der verschiedenen bewusst ist, ist diese Individualisierung und Diversifizierung ein großes Problem. Und insofern hat meines Erachtens diese letzten 20 Jahre eigentlich nicht dazu gedient, unbedingt die strukturellen Ungleichheiten abzuschaffen. Die Ungleichheit hat sich eher erhöht, ja, ist krasser geworden. Und wir haben in viele Regionen und viele Richtungen, in denen nach wie vor Gewalt gegen Frauen und überhaupt alle Formen des Unrechts weiterhin passieren. Also das, denke ich, ist ganz wichtig, dass es hier gemeinsame Anstrengungen gibt, dass man in Rücksicht auf den anderen, die anderen, denkt. Und darum habe ich das einfach kühn genannt, andere Gerechtigkeit, die eben gerade auch in den privaten Beziehungen, also die nicht den Schluss macht oder die Grenze zieht zwischen Privatem und Öffentlichem, die Arbeitszusammenhänge bedenkt, die unterschiedlichen Arbeitszusammenhänge. Und da spielt nach wie vor die Lebensformen eine große, große Rolle. Und dies sozusagen ist ein sehr großes Projekt, das man berücksichtigen müsste. Und da sollten wir dran arbeiten weiter. Ja, genau. Ja, zum Abschluss möchte ich noch drei große Frauen erwähnen. Jemina Repo hat einen sehr spannenden Artikel mit einer Foucaultianischen Brille geschrieben, nämlich Gender Equality. Damit meint sie auch Gender Mainstreaming als politisches Instrument. As a biopolitical governmentality in a neoliberal European Union. Also da macht sie quasi auch so eine Diskursanalyse auf und analysiert eigentlich, dass diese Geschlechtergerechtigkeit unter neoliberalen Auspizien eigentlich ein Machtinstrument ist und weniger der Emanzipation am Dings. Genau, und das nächste ist Nancy Fraser, hat ja auch geschrieben vom progressiven Neoliberalismus, auch hier eine große Frau und auch sie skizziert, wie dieser Diskurs quasi vereinnahmt wird von einer liberalen politischen Elite und Konzernelite etc. Und die dritte große Frau, die ich nennen möchte, ist Wendy Brown. Dabei belasse ich es jetzt mal. Naja, also die sind mir bekannt und Nancy Fraser insbesondere hat ja seit langer Zeit auf diesen Zusammenhang zwischen Diskurs und Lebenserfahrung und sozialen Verhältnissen hingewiesen und gerade diese gerade den Feminismus, den neoliberalen Feminismus auch immer wieder mit Recht kritisiert. Und so ganz gewappnet ist die neue feministische Theorie nicht vor dieser Gefahr, denke ich mal. Wir müssen uns schleunigst bemühen, wieder die Zusammenhänge im sozialen und im gesellschaftlichen Bereich in Angriff zu nehmen, sage ich auch wörtlich so in diesem etwas kriegerischen Terminus. Also insofern kann ich Ihnen nur zustimmen. Und die Warnung vor dieser Art von Gerechtigkeit wäre auch mein Hauptziel, ja. Und diesem sich zufrieden geben oder nicht beachten oder nicht mehr benennen dürfen, ja. Das ist ja auch eine Frage, was kann man eigentlich noch sagen in dieser Welt? Ne? Es wird alles sofort korrekt korrigiert und so weiter. Also insofern denke ich schon, dass ich da so ein bisschen altmodisch bin, indem ich mich auf diese doch alten Prinzipien beziehe und sei es eben Solidarität und miteinander fürsorglich zu sein, das als eine der Hauptaufgaben auch einer Theorie zu sein. Ja, absolut, da bin ich vollkommen bei Ihnen, ja. Und ja, es ist wichtig, dass man auch solche Riesen, und Sie zähle ich darunter, dass man solche Riesen, auf deren Schultern wir quasi Forschung betreiben, dass man die auch in den Blick nimmt, und darunter zählen eben auch Judith Butler, Wendy Brown, Nancy Fraser und so weiter. Also dieses ganze Theoriewerk muss man sich auch zur Gemüte führen. Und ich danke Ihnen sehr herzlich für die Zeit, für dieses wunderschöne Gespräch und Interview. Ich habe viel von Ihren Texten gelernt.
Und ja, ich hoffe, die Zuseherinnen konnten auch einiges mitnehmen. Wir werden Ihre Bücher natürlich empfehlen und in der YouTube-Box verlinken. Und ja, ich danke Ihnen nochmal sehr herzlich für das sehr angenehme Gespräch. Ich danke Ihnen, Herr Müber, dass Sie mich sozusagen zur Sprache gebracht haben und dass ich Gelegenheit hatte, mit Ihnen zu diskutieren. Es war sehr angenehm. Vielen Dank. Danke vielmals.